ChatGPT ist aktuell in aller Munde und langsam aber sicher geht der KI, AI, künstliche Intelligenz-Trend, wie auch immer ihr es nennen mögt, in die Blockchain-Industrie über. In diesem Video stelle ich euch die 10 bekanntesten Blockchain-AI-Projekte vor und werde euch ein bisschen erklären, wie die funktionieren und was sie für Vorteile haben können. Ich hoffe, ihr habt Bock und viel Spaß beim Zusehen. Gleich mal vorweg, ihr wisst, meine Lieben, dieser Beitrag ist keine finanzielle Beratung und ich will oder rate keinem von euch, das, was ich hier präsentiere, zu kaufen. Das sind für mich die 10 bekanntesten Projekte, die auch irgendwie ansatzweise einen Sinn machen. Und ja, ihr könnt ja selber entscheiden, was ihr von denen haltet. Ich will euch auf jeden Fall da nicht keine Meinung unterjubeln, nur dass ihr Bescheid wisst. Also, fangen wir einfach gleich mal an. Und zwar ist der erste Token, sogar Coin, FetchAI. Also FetchAI ist der AI-Coin mit der größten Marktkapitalisierung bis dato. Und der funktioniert auf einem Proof-of-Stake-Konsens-Algorithmus. Und der hat in seiner Blockchain quasi einen künstlichen Zwilling deinerseits. Und der soll quasi du auf der Blockchain sein und quasi automatisiert lernen, was du kaufst, wie du funktionierst, was deine Vorlieben sind und so weiter. Und dieser digitale Zwilling lässt sich auch dann quasi mit digitalen Zwillingen von deinen Freunden kombinieren. Sprich, dass wenn du von deinem Freund dann gehört hast, okay, der war gerade auf Kapodos und du willst einen ähnlichen Urlaub buchen, dann könnte dieser digitale Zwilling vom anderen lernen und quasi das in die Planung deines Urlaubs inkludieren. Und das will eben FetchAI irgendwann ermöglichen. Das Einzige, was ich da Negatives zu sagen habe, ist, dass es eine eigene Blockchain ist. Wir haben schon so viele und ich weiß nicht, ob so eine AI-Blockchain, die einfach nur dafür steht und für Interoperabilität im Endeffekt auch, ob die dieses Rennen irgendwann gewinnen kann. Da ist halt dann die Frage, ob es nicht gescheiter wäre, wenn zum Beispiel dieses Protokoll auf einer anderen Blockchain, wie auf beispielsweise Ethereum, auf der führenden, funktionieren würde. Da dem aber aktuell nicht so ist, finde ich es trotzdem interessant und das könnt ihr euch auf jeden Fall mal etwas näher ansehen. Das zweite Projekt, das ich euch vorstellen möchte, funktioniert eben auf der Ethereum Blockchain und das finde ich cool, weil die haben halt verschiedenste Arten von zum Beispiel dezentralen Märkten zu bieten, von Datenfarmingsprozessen und so weiter, für die man dann quasi, wenn man den Token hält, ebenfalls Renditen erwirtschaften kann. Das dritte Projekt ist komisch auszusprechen, ich würde jetzt mal sagen, heißt EXECRCL. Dieses funktioniert ebenfalls auf der Ethereum Blockchain und hat mehrere Stärken und Schwächen. Zum Beispiel kann es Orakel erstellen, sprich einen Bezug zur reellen Welt und diese Daten dann auf die Blockchain, in dem Fall auf die Ethereum Blockchain, inkludieren und quasi von denen lernen lassen. Also hier liegt auf jeden Fall der Vordergrund darauf, dass man quasi probiert zu vereinen die realen Daten mit den Daten auf der Blockchain und diese dann voneinander lernen zu lassen. Die Idee ist auf jeden Fall eine super coole. Für dieses Projekt bin ich auch auf jeden Fall mal bullish, beziehungsweise sehe ich eine Möglichkeit, dass es sich durchsetzen und richtig etablieren könnte. So, Projekt Nummer 4, das ich heute vorstellen möchte, ist SingularityNet Plattform. Und zwar geht es in diesem Projekt darum, dass man quasi die Daten und eigene Artificial Intelligence Prozesse, also künstliche Intelligenz Prozesse auf die Blockchain laden kann und installieren kann, die dann andere nutzen können. Sprich, du kannst ein optimiertes Protokoll einfach installieren und anderen weiterverkaufen und das automatisiert auf der Blockchain. Was auf jeden Fall eine super geile Idee ist, finde ich. Läuft sogar auf einer eigenen Blockchain und damit geht es quasi einzig und allein darum, dass man eben künstliche Intelligenz auf diese Blockchain führt. Ähnlich wie bei FetchAI funktioniert das auch so. Ist die Frage, inwiefern sich das natürlich mal etablieren wird. Dann kommen wir zu einem etwas bekannteren Projekt und das ist nämlich der Graph. Und den Graphen gibt es schon etwas länger auf der Blockchain und generell auf Kryptobörsen zu ersteigern, wie auch, glaube ich, schon seit 3 Jahren auf Coinbase. Hier geht es ebenfalls einfach nur um das Datensammeln und das Lernen von verschiedensten Blockchains. Das Coole an der Graph ist eben, dass es eine große Gewichtung auf Interoperabilität legt. Also es funktioniert zum einen mit der Ethereum Blockchain und mit der Ethereum Virtual Machine und unter anderem mit vielen anderen Blockchains, von denen dieses Protokoll dann automatisiert lernen kann. Also Graph war actually einer meiner größeren Wins, muss ich auch sagen. Habe ich schon vor Ewigkeiten gekauft und einfach Glück gehabt auf eine Empfehlung von einem Freundin. Aber deswegen bin ich schon ein bisschen voreingenommen, weil ich einfach auf das Projekt als einer meiner größeren Bagger einfach hoffe. Meine Investition bei all diesen Projekten beträgt nicht mehr als 1%. Künstliche Intelligenz ist ein sehr risikoreicher Sektor, würde ich immer noch meinen. Und wir wissen nicht mal, ob das funktioniert und jemals überhaupt möglich sein wird. Fakt ist es auf jeden Fall, für viele Leute das Leben einfacher machen kann und viel einfacher gestalten kann und dass eine sehr heftige Macht mit dem Ganzen einhergehen kann. Aber lasst es uns einfach gleich weitermachen. Viel gibt es noch einfach noch nicht von The Graph und deswegen stelle ich euch jetzt mal Projekt Nummer 5 vor. Numerai
ist ein bisschen komisch auszusprechen, ist auf jeden Fall auch auf der Ethereum-Blockchain und auch hier geht es einfach um künstliche Intelligenz. Zu all diesen Projekten, die ich in dem Video vorstelle, gibt es extremst wenig. Also ihr seht, meine Lieben, der Markt ist noch extrem unterentwickelt und es gibt noch hier wenig optimale Prozesse. Ist auch überhaupt die Frage, ob irgendeine künstliche Intelligenz jemals auf einer Blockchain funktionieren würde. Doch wenn sie automatisiert wirklich funktionieren soll und perfekt Daten sammeln soll, die halt auch legit sind, denen man trauen kann, dann wäre halt die Integration in so ein Blockchain-System wirklich eine geniale Erfindung. Projekt Nummer 7, Vector Space AI. Auch diese AI läuft auf der Blockchain, sammelt von da verschiedenste Daten. Es ist ein Token in dem Fall eben auch. Und was ich cool finde, ist auf jeden Fall auf Ethereum. Ich meine, Ethereum wird ja immer zentralisiert und sowas, aber es passt ja eh ins globale Schema, was die Eliten, glaube ich, da wollen. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass dieses Projekt irgendwann mal ein bisschen mehr Hype erfahren könnte. Es ist noch ebenfalls sehr jung, bietet eine mögliche Einstiegsmöglichkeit und all diese Projekte haben ziemlich kack Preise aktuell oder gute Einkaufspreise meiner Ansicht nach. Ob man sie kaufen sollte, weiß ich natürlich nicht, aber das ist das, was ich jetzt tue. Bisschen rein DCA, ein bisschen mich auch im AI-Sektor in der Blockchain-Welt ja, breit machen und mich verstreuen. Ich weiß auf jeden Fall oder denke, dass Interoperabilität und AI-Blockchain-Technologie im nächsten Bullrun mit natürlich GameFi diese drei Bereiche am heftigsten pumpen könnten. Also wenn man sich da irgendwelche drei, vier guten Investments jeweils findet, ist man, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt mit natürlich Bitcoin selbst. Weil ich bin ein bisschen ein Bitcoin-Maxi und glaube einfach an die Idee und an den Code. Wie auch die Tatsache, also in Kombination mit dem Flynn-Effekt, also quasi daran, dass es ewig bleiben könnte. Wir haben einfach Bitcoin schon ewig. Es wurde sehr selten nur gehackt. Es gab keine Block-Timeouts oder nur sehr wenige, deswegen eben Bitcoin. Ich bin ein Bitcoin-Maxi. Das nächste Projekt, das ich euch vorstellen will, ist Decargo. Das kommt aus Südkorea, wenn ich mich recht erinnere. Und ist auch noch ein sehr junges Protokoll, zu dem es sehr wenig zu finden gibt. Es ist auf jeden Fall bei CoinMarketCap und CoinGecko gelistet. Ist noch ein Projekt in seiner Entwicklungsphase. Ja, viel habe ich auch nicht hier dazu zu sagen. Ich habe selber diese ganzen Projekte kaum getestet, muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Ich wollte es euch nur mal vorstellen, damit ihr euch einen Überblick ein bisschen verschaffen könnt. Könnt ihr mir auch gerne, auch hier in der Gruppe wurde ich schon auf andere Projekte aufmerksam gemacht, wie zum Beispiel Orai, Tau, Beep und Boop. Kenne keines dieser Projekte, muss ich auch gestehen. Aber ja, man lernt immer wieder dazu. Deswegen schaut mal gerne in dem Sinne in unserer Telegram-Gruppe vorbei. Hier posten wir regelmäßig neue Updates, was sich in der Kryptowelt tut. Das letzte Projekt für heute ist auch schon das Fala Network. Auch das Fala Network läuft auf einer Blockchain, aber nicht auf seiner eigenen, sondern in dem Fall auf der Polkadot-Blockchain. Auf der Blockchain, die eigentlich auch schon seit Ewigkeiten in den Top 20 dabei ist, aber von der man sehr wenig hört, finde ich. Und das finde ich auf jeden Fall cool, dass auch hier auf der sehr zentralen, dezentralen Blockchain eine AI mittlerweile läuft. Ich bin auch schon gespannt, wann eine größere, bekanntere auf Cardano oder zum Beispiel Solana mal entstehen könnte. Ich habe auch für die zwei Chains, also zumindest für Cardano, auch noch eine Zukunft im Sinn. Also ich könnte mir vorstellen, dass Cardano wirklich mal zurückkommt, einfach weil da so viel entwickelt wird. Und ja, genau, bin gespannt, wann da eine AI entwickelt werden wird. Dabei gibt es natürlich noch keine perfekte, das Ganze ist immer noch stets in der Entwicklung, also es ist ein sehr junger Markt. Ob da jemals mal was draus werden wird, kann ich nicht versprechen. Ich hoffe es natürlich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.